In Deutschland gibt es ca. 25.000 Burgen, Schlösser und Burgruinen. Eine Burg davon ist die Burg Linn. Burg Linn befindet sich in Linn, einem Stadtteil von Krefeld. Krefeld-Linn hat einen historischen Stadtkern und ist eingebettet im niederrheinischen Tiefland. Die Burg Linn ist eine Wasserburg mit einer Befestigungs- und Parkanlage und einem Jagdschlösschen. Die Ursprünge der polygonalen Rundburg reichen bis in das 12. Jahrhundert zurück. Die ursprüngliche Grundburg der heutigen Burg steht auf einem künstlich aufgeschütteten Hügel und ist um 1200 von den Grafen von Kleve errichtet worden. Die Burg Linn ist eine der ältesten Burganlagen des Niederrheins und weit über die Krefelder Stadtgrenze hinaus bekannt. 1924 wurde die gesamte Liegenschaft für 506.000 Mark an die Stadt Krefeld verkauft. Wurde mit der Renovierung der Burg begonnen. Die Burg Linn ist inzwischen zum Landesmuseum ausgebaut worden. Die Burg und das Jagdschlösschen können außen und innen besichtigt werden. Ebenso kann der Bergfried bestiegen werden. Der Burgpark ist öffentlich zugänglich und kann jederzeit besucht werden. Das in der Vorburg der Burg befindliche Jagdschlösschen war ursprünglich ein Back- und Brauhaus. Erbaut wurde das Jagdschlösschen im 18. Jahrhundert für Kurfürst Clemens August von Bayern. 1930 wurde das Jagdschlösschen dem Landesmuseum der Burg Linn angeschlossen. Das Jagdschlösschen bietet den Besuchern einen Einblick in das bürgerliche Wohnen und das Leben im 18. und 19. Jahrhundert. Bekannt ist auch die Sammlung mechanischer Musikinstrumente. Die Musikinstrumente werden jeweils sonntags um 14 Uhr vorgeführt. Das verzierte Marianne-Rodius-Zimmer zeigt Stuckdecken und neugotische Wandmalereien. Das Zimmer ist sehr beliebt für Eheschließungen. Übrigens, die etwa 2,5 Kilometer entfernte Geißmühle ist ein ehemaliger Wachturm der Burg Linn, der nachträglich zu einer Windmühle umgebaut wurde. Die Geißmühle kann an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat besichtigt werden. Wie ein mittelalterliches Bühnenbild gestaltet sich der Burgpark um die Burg Linn herum. Für die dezentrale Landesgartenschau im Jahr 2002 erhielten die einzelnen Wege ihren eleganten Bogenschwung zurück.
Einer der größten historischen Flachsmärkte Deutschlands ist der Flachsmarkt um die Burg Linn. Er findet jedes Jahr am Pfingstwochenende in Krefeld-Linn rund um die Burg Linn und dem historischen Ortskern von Linn statt. Mehr als 300 Handwerker und Kunsthandwerker präsentieren sich selbst. Auch mittelalterliche Ritterspiele stehen im Mittelpunkt. Gezeigt werden auch das mittelalterliche Leben und ritterliche Turniere. In den 1980er Jahren wurde die Burg Linn mit einem historisch unpassenden Dach neu eingedeckt. Das Dach des Bergfrieds wurde erhöht angebracht. Dieser dient jetzt als Aussichtsturm mit einer guten Rundumsicht über Linn und dem Burgpark.